möchte ich auf Ihr Wohnwort anstoßen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie alle da sind. Was? Ein Freund von mir hat vor lauter Langeweile die Wohnungstür aufgemacht und bei sich geklingelt und hat gesagt, ich habe mich so über den Besuch gefreut. Das wäre anders, wenn die komplette Verwandtschaft mit Kind und Kegel nach Hause käme. Wie sagt man so schön, um Gottes Willen die ganze Corona willkommen. Da hatte der Begriff schon damals einen negativen Aspekt. Die heilige Corona ist, wie passend, die Schutzpatronin gegen Seuchen, Patronin der Schatzgräber und Metzger und soll auch bei diversen Geldangelegenheiten helfen. Dann käme ja der Virus angesichts der extrem ansteckenden Vorgänge im Bamberger Rathaus gerade zur rechten Zeit. Denn dort brauchen Sie christlichen Beistand und zwar allemal. Es gibt ja so gut wie für alles einen Schutzheiligen. Dem heiligen Christophorus für die Autofahrer, den heiligen Antonius, den Schlammertoni, wenn man mal was verloren hat, und den heiligen Florian, wenn es um Feuer geht. Seuchenheilige gibt es dagegen eine ganze Menge. Für Infektionskrankheiten ist der heilige Bartolomeus Buonpettoni, ein Italiener, zuständig. Dieser Name hatte sie, habe ich bis heute noch nie gehört, denn durch große Leistungen fiel der Mann ja nicht gerade auf. Die Sozialkontakte eindämmen, wie von höchster Stelle gefordert, fällt uns Franken demnach sowas von leicht, weil wir ja schon vor der Krise vom Robert-Koch-Institut empfohlene Social Distancing vorbildlich praktiziert haben. Woanders in der Welt müssen sich die Leute mit viel Mühe umstellen, zum Beispiel die Rheinländer, uns Franken liegt das seit Generationen im Blut. Sich mit anderen an einen Tisch zu setzen, fremde Leute anzusprechen und ihnen dabei noch frech ins Gesicht zu schauen oder gar ein längeres Gespräch mit ihnen zu führen, war noch nie unser Ding. Der gebürtige Franke kann es ja kaum erwarten, bis die vorgeschriebenen 1,50 Meter Abstand zum Nebenmann wieder wegfällt und er den üblichen 4 Meter Abstand einhalten kann. Insgesamt war also bei uns gar nicht so viel anders wie in Corona-Zeiten. Ausgenommen die nahezu explodierende Geburtenrate. Wenn Sie ein paar Jahren Kinder mit dem Logo CK auf dem Shirt sehen, dann ist das nicht die Abkürzung von Calvin Klein, sondern die Abkürzung von Corona-Kind. Trotz meiner zölibatären Lebensweise habe ich mich sehr wohl damit beschäftigt, wie sich auch Begriffe in ihrer Bedeutung gewandelt haben. Eine Erektion in Quarantäne nennt man beispielsweise Krisenstab. Oder Sex nach Corona wäre dann eine Art Wiedereingliederung. Der Franke liebt ja, wie man weiß, ausgefallenen Sex. Also Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen, Mittwoch. Und Gruppensex auf Fränkisch nennt man drei im Bettler. Seien Sie mir also in diesen bewegten Zeiten unter dem abgewandelten Motto fast eine Predigt genauso herzlich willkommen wie in den Jahren zuvor. Nach anderthalb Jahren unfreiwilliger Klausur freue ich mich sehr, dass ich Sie als Vertreter meiner inzwischen großen Gemeinde, dass Sie den Weg wieder in den Kulturboden gefunden haben. Und so begrüße ich hier meine Schäfchen, während andere im Rathaus ihre Schäfchen schon längst im Trockenen haben. Haben sich um Bamberg verdient gemacht, einige auch an Bamberg. Manchmal ist es nur eine Frage der Präposition. Da ist dringend Klärung vonnötig, genau wie in der katholischen Kirche. Die hat zwar 1000 Worte, meinte mein Amtskollegen, aber leider mittlerweile ganz wenige von Bedeutung. Der Missbrauchsskandal, die abgeblockte Aufklärung und damit verbunden die große Zahl von Austritten, vor allem bei den jungen Leuten. Die Verdächtigen schweben immer noch, bis auf wenige Ausnahmen, auf Wölki 7, dem Kölner Kardinal, der sich anfangs um das Vertuschen ganz besonders hervorgetan hat. Als Folge sind die Kirchen leer, abgesehen von Weihnachten oder beim sogenannten Aschenkreuz. Der Andrang war einmal so groß, dass den Pfarrer der Messner um Unterstützung gebeten hatte.
da es kein Sakrament ist, darf das auch einer machen, der kein Pfarrer ist. Er erklärte ihm, du musst nur sagen, zu Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Der Messner konnte vor Aufregung die ganze Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag fragte er den Pfarrer erneut, was soll ich sagen? Der antwortete, du bist ein Depp und bleibst ein Depp. Irgendwie eigenartig, dachte er sich. Der Bürgermeister war der Erste. Der das Aschenkreuz mit den Worten empfing, du bist ein Depp und bleibst ein Depp. Der war sichtlich verwundert. Also früher hat es zwei ganz anders geheißen. Ja, früher war halt alles in Latein.